Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein Fullface schminken und zwar geht es um ein leichtes Sommer-Make-up, würde ich mal so sagen, weil es ist warm draußen. Es ist richtig geil. Also du siehst, ich sitze hier im T-Shirt, mein Today's Outfit. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich setze mir jetzt erstmal meinen schicken Haarreifen auf. Den habe ich von Amazon, verlinke ich dir wie immer unten in der Infobox. Der ist ein bisschen schräg, ne? Aber er erfüllt seinen Zweck. Ich werde hauptsächlich die Produkte verwenden, die liebe Jana mir in das Tauschpaket gepackt hat, zum perfekten Winter-Make-up. Naja, es sind 15 Grad, es ist nicht wirklich Winter, aber wir haben auch gesagt, dass man die Produkte quasi dann auch so wählt, dass man die auch im Frühling verwenden kann. So, Gesicht ist geprimed, also das mache ich jetzt im Vorfeld immer schon, weil es dauert sonst immer zu lange. Du siehst, die Sonne scheint durchs Fenster, wie schön. Das ist von Love, der Perfectitude Hyaluronic Primer. Den verwende ich in letzter Zeit immer und finde den schön, der gibt einen schönen Glow. Sammy tapert hier gerade zwischendurch rein, also wenn ihr gleich einen Hundekopf seht oder was tapern hört, es ist nun mal Sammy, mein lieber Hund. Der schnüffelt hier so rum. Der findet das hier immer ganz, ganz spannend, weil manchmal darf er ja auch mit vor die Kamera, wenn er möchte. Und dann gibt es auch immer Leckerchen, deswegen ist er immer ganz aufgeregt. So, ich starte das Ganze mal mit meinen Augenbrauen. Da habe ich dir, ich glaube, gestern schon mal gezeigt, dass ich in meiner Essence Surprise Box diese schönen Schablonen drin hatte. Die werde ich jetzt verwenden. Und genau, da habe ich die Essence Regular. Ne? Ich probiere mich ja ein bisschen. Und dann verwende ich dafür von MAC den Perfect Brow Sculpting Pencil in der Farbe Light Brown. Den hatte ich von der lieben Lea im Tauschpaket. So, den habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal verwendet und kann damit auch mittlerweile ziemlich gut umgehen. So, aber mit den Schablonen halt noch nicht, aber das probieren wir ja mal. Die lege ich mir an, so ein bisschen auch unter die Augenbraue, damit es quasi so ein bisschen angehoben wird. Ich sage es ja immer wieder, meine Augenbrauen sind zurzeit in der Züchtungsphase, deswegen siehst du hier auch an der Seite welche. Es wird irgendwann ein Video geben, wo ich mit dir zusammen mein komplettes Gesicht enthaare, sprich Augenbrauen, hier oben den Oberlippenbart, den Frauen nun mal manchmal hat. Ja, das mache ich mal mit dir zusammen, aber nicht heute. Heute wird sich geschminkt. So sieht die Augenbraue dann aus, wenn ich hier meine Schablone weggenommen habe. Und dann machen wir mal eben die andere Seite. Und natürlich muss ich die nachher noch ausbürsten. Aber ich finde die Form schön. Die gefällt mir richtig gut. Also da muss ich sagen, dieses Teil hilft mir dabei echt gut. Einfach nur anlegen, positionieren, ausmalen. Wie in der ersten Klasse so. Sachen ausmalen, finde ich gut, mag ich. Und dann nehme ich mir so ein Gummibürstchen, das kann man sich so von Ebelin oder so holen, in so einem 4-5er Pack mit verschiedenen Aufsätzen. Das ist eigentlich so ein Mascara-Bürstchen und dann bürste ich mir die Augenbrauen einmal durch. Einfach um das Ganze so ein bisschen smoother zu machen. Und weicher und sanfter. Und wenn das auch so jetzt so ein bisschen schäbig aussieht, du nimmst ja nachher erst noch Concealer und Foundation. Das kannst du alles noch korrigieren. So, die sehen jetzt noch nicht so sauber aus, aber das ist nicht schlimm. Wir sind ja auch noch nicht in dem Sinne, wir sind ja gerade erst angefangen. Wir haben ja noch Concealer und Foundation und ein Pipapo. Aber es sieht dann relativ einheitlich schon mal aus. Ja, auch wenn man ganz schön böse aussieht, wenn man nur die Augenbrauen gemacht hat. Ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Farbe für meine Augenbrauen. Gar nicht so leicht zu finden. Als nächstes mache ich Color Correcting. Und zwar habe ich hier von der... Ich habe hier noch die Zahlen dran kleben, unfassbar. Von der lieben Jana dieses Color Correcting Kit von Catrice bekommen. Und ja, das wollte ich mir mal ein bisschen auftragen. Ich mache das meistens mit den Fingern. So grün nimmt man dann für die Rötung, lila so für Augenschatten oder für dunklere Schatten im Gesicht. Und diese nimmt man, die drei Farben, also gelb, peachy und orange, um irgendwelche Unebenheiten auszubessern. Dafür benutze ich persönlich aber viel, viel lieber Concealer. So. Jetzt nehme ich mir mal dieses schöne, halkige Grün, das halte ich mal so, weil die Sonne so schön scheint gerade, und setze das vor allem hier auf diese Stelle. Das ist immer so meine, ja, nicht Problemstelle, ne? Da habe ich immer so einen roten Punkt. So, dann setze ich das gerne hier unten
auf so Pickelmale. Ich habe übrigens auch die Terrassentür und so auf. Also, ne, wenn ihr Kinder hört, wir haben Nachbarskinder. Es ist halt schönes Wetter. Was soll ich mich dann hier in meinem Raum verkriechen und alle Schotten dicht machen? Das möchte ich gar nicht. So, dann gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwo eine Stelle finde, die ich mit dem Grün kaschieren könnte. Hier so ein bisschen. Aber da kommt nachher eh Rouge und sowas drüber. Also da sieht man dann auch nicht mehr viel von. So, das sieht wild aus, aber das ist in Ordnung. Augenschatten, wie gesagt, hier mit dem Lila kann man das auch sehr schön machen. Das probiere ich jetzt mal aus. Da ich dieses Video vordrehe und wir hier gerade Sonntag haben, habe ich nicht so die Augenschatten, weil ich echt ausgeschlafen habe. Wenn du keine Kinder hast, kannst du auch locker flockig bis 10 schlafen oder bis um 11. Ja, da gönnt man sich den Luxus, oder? Also die Textur ist sehr, sehr fest. Es lässt sich verreiben, aber nicht so leicht, was ich aber gut finde, weil wenn ich nachher die Foundation und so drüber mache und den Concealer, will ich ja nicht, dass es wegrutscht. Ich hatte ja in der Essence Surprise Box auch ein Color Correcting Kit drin. Das Problem bei dem ist aber, dass es aus Puder ist und das verrutscht mir einfach zu schnell. So, dann machen wir mal weiter mit der Foundation. Ich möchte heute ja ein relativ leichtes Sommer-Make-up schminken. Ja, die Augenbrauen sprechen da noch nicht so ganz für, aber dafür benutze ich einfach von Catrice den One-Minute Face Perfector. Den finde ich total super als Alltags-Make-up, also als leichte Foundation. Eine leichte Kuhle ist da auch schon drin. Dafür verwende ich hier von Luvia einen Pinsel. Alle Pinsel von Luvia und BH Cosmetics, dieses Rose Quartz Set und so, verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Genau, ja. Dann gehe ich nämlich hier mit dem Pinsel einfach rein. Und gib mir das einfach aufs Gesicht. Der hat, also ja, der One-Minute Face Perfector von Catrice hat eine unheimlich angenehme Textur. Es ist so leicht. Wirklich schön. Manchmal mache ich erst das Augen-Make-up, manchmal mache ich erst die Foundation, wie ich gerade irgendwie einfach lustig bin. Da habe ich jetzt nicht irgendwie eine vorgegriebene Reihenfolge oder so. Das ist einfach nach Lust und Laune, denn Make-up ist Kunst. So, den Unterschied siehst du jetzt ja auch. Die Seite ist schon so ein bisschen perfektioniert, aber ich werde es ja gleich nochmal mit meinen Fingern entsprechend einreiben. Und die Seite ist jetzt noch ohne. Und ja, genau. Und hier habe ich einen schönen Rand. Den mache ich aber auch noch gleich weg. Wenn ich jetzt den One-Minute Face Perfector auf mein Gesicht aufgetragen habe, nehme ich einfach meine Hände und massiere den vorsichtig in mein Gesicht ein. Und was unheimlich wichtig ist, bevor du irgendwas mit deinen Händen in deinem Gesicht machst, sei es Foundation verreiben, was ich gerne mit meinen Händen mache, oder wenn du dein Gesicht eincremst oder so, wasch dir immer vorher die Hände, weil ansonsten, ja, packst du viel zu viele Bakterien in dein Gesicht und das muss ja nicht sein. Ich gebe auch immer gerne noch ein bisschen was von der Foundation auf meinen Hals. Das tupfe ich so ein bisschen. Einfach nur so ein bisschen, um nachher einen schönen Übergang zu haben. Verstreiche dann die Reste, die ich gegebenenfalls noch auf dem Pinsel habe. Und auch das wird schön ins Gesicht eingerieben. Einmassiert, sanft verarbeitet. So, du siehst, der One-Minute Face Perfector hat alle Arbeit geleistet, gute Arbeit geleistet. Ich finde das Produkt richtig, richtig gut und kann euch das wirklich empfehlen. Das ist eine schnelle Geschichte, dass du eine leichte Foundation, wie auch immer, eine gute Base hast. Du kannst es entweder als Primer verwenden oder du kannst es als ganz normale Base verwenden, so wie ich das jetzt mache. Wenn es halt wirklich nur ein leichter Look sein soll, wo du eine ganz, ganz dezente Deckkraft haben möchtest. Als nächstes verwende ich einen Concealer. Aktuell verwende ich hier von Love den Effectiful Concealer Pen. Radiance Booster. Das ist der hier in der Farbe Wake Up Peach. Das ist so ein Puffelchen hier vorne dran, den finde ich unheimlich toll. Den kannst du einfach hinten drauf drücken und dann mit dem Puffelchen unter deinen Augen hergehen. Ich tupfe den einfach ganz sanft ein. Also, ne, ich verwende auch jetzt nicht Unmengen an Concealer. Das mache ich nie, mag ich einfach nicht, weil mir das einfach dann viel zu schnell in die Fältchen kriechen würde. Das reicht mir auch schon aus. Dann wird es jetzt ganz vorsichtig mit meinen Fingern eingeklopft. Und dann gehe ich auch über mein Lid. Das kann man auch ein bisschen streichen. Das ist nicht so schlimm. Das ist dann quasi die Base nachher für deinen Lidschatten.
ob du den Concealer mit einem Make-up-Schwämmchen einarbeitest oder die Foundation oder mit deinem Finger oder mit einem Pinsel. Also das ist dir ja komplett selbst überlassen, ne? Ich habe manchmal, wenn ich so leichte Looks habe, lieber, dass ich mit meinen Fingern arbeite. Frag mich nicht, wieso. Ich finde es irgendwie leichter und angenehmer, wenn ich das mit meinen Fingern mache. Und wenn ich so Full Coverage haben will, dann nehme ich mir tatsächlich ein Schwämmchen und mache das richtig derbe. Bei mir macht das keinen Unterschied bei der Haltbarkeit. So, jetzt habe ich einen wachen Look. Ich habe meine Base drauf. Ich habe meinen Concealer drauf. Und jetzt gehen wir weiter. Wir müssen den Lidschatten nämlich. Oh, ach Quatsch, den Lidschatten, den Concealer nämlich setten. Weil ansonsten kriecht der so ganz, ganz blöd in die Fältchen. Und das möchten wir Das nicht. Setten Setten vom Concealer oder von der Foundation, vor allem vom Concealer, kannst du machen, wie du lustig bist. Ich mache das gerne hier mit einem etwas größeren Puderpinsel. Du kannst auch kleinere Puderpinsel verwenden, wie du lustig bist. Als Puder verwende ich aktuell von Essence das All About Matte Fixing Compact Powder. Du kannst auch ein Bananenpuder verwenden oder es gibt ja so, so viele verschiedene Sachen. Ich habe einfach aktuell dieses Puder hier in Verwendung, weil ich auch einfach das Produkt leer kriegen möchte, weil das auch schon ein bisschen älter ist. Hier hast du das Produkt. Du kannst es abklopfen. Ich tue es nicht, weil ich hier jetzt wirklich unter mein Auge damit gehen möchte. Je nachdem, wie lange du vorher schon gequasselt oder nachgedacht hast, hat sich der Concealer gegebenenfalls schon ein bisschen abgesetzt. Das heißt, du guckst nach oben, gehst so ein bisschen mit deinem Finger schon drunter und klopft das fest, guckst aber weiterhin nach oben, was schwierig ist, wenn du auf deinen Pinsel gucken willst, aber normalerweise muss man das tun. So, und dann nehme ich den Pinsel und drück das so ein bisschen dran oder gehe da in tupfenden Bewegungen drüber. Auf jeden Fall nicht reiben. Du kannst auch so gerade in den Spiegel gucken und so machen. Auch das hilft. Also die kritischste Stelle bei dem Setten ist wirklich direkt unter dem Auge. Alles andere kann man dann ganz, ganz dezent in tupfenden Bewegungen machen und muss halt nicht vorher so, ne, mit dem Finger da fuddeln oder so. Genau, da gehe ich immer rein mit nicht allzu viel Produkt und tupfe das vorsichtig überall drüber. Bei dieser Foundation, bei dem One-Minute Face Perfector, brauchst du auch vor allem fast gar keinen Puder eigentlich. Also von daher ist es eine sehr, sehr entspannte Kiste. Ja. Sehr anwenderfreundlich. Es gibt auch viele, die andere Stellen noch in ihrem Gesicht mit Concealer bearbeiten, was ich jetzt aktuell Gott sei Dank nicht muss. Zum Beispiel auf der Nase. Du kannst auch mit dem Concealer so eine Art Vorhighlight schon mal setzen. Oder hier auf dem Lippenherz, hier unten. Manchmal seht ihr das auch bei mir, dann male ich mir einen Indianer quasi ins Gesicht. Also ich habe dann hier unter den Augen Concealer, auf der Nase. Hier male ich mir drei Streifen über dem Lippenbogen und hier auf dem Kinn. Auch in den Lachfalten machen das viele. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das hier in die Lachfalten mir reinsetze, dann kriecht mir da einfach jedes Produkt rein, weil ich einfach so viel lache. Deswegen lasse ich es lieber sein. So, die Base ist gesettet. Genau. Später werden wir das Puder vielleicht auch nochmal brauchen. Dann gehen wir jetzt mal weiter und machen die Augen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem eigentlichen Sommer-Make-up-Look, weil ich finde, dass die Augen den Look meistens, ja, mit am meisten ausmachen, ne? Sommerlook, ein Sonnenlook, ein Sonnenwinterlook ist es ja quasi, ne? Hier habe ich dann von Catrice The Blazing Bronze Collection die Lidschattenpalette. Und die werde ich jetzt verwenden. Hier haben wir die verschiedenen Töne. Dann fange ich hier mal erstmal mit meinem ersten Pinsel an. Das ist so ein vorne etwas fluffiger, aber nicht ganz fluffig, abgeflacht. Und sette erstmal meine Base. Dafür verwende ich einfach diesen braunen Ton hier. Die schimmern alle schon so ein bisschen. Bisschen abklopfen. Und dann tupfe ich den einfach hier auf mein komplettes Auge. Bis hin oben zum braunen Bogen. So, jetzt haben wir das Ganze entsprechend gesettet. Und jetzt setze ich mir hier in die Crease einen etwas dunkleren Ton. Ich nehme so einen rötlichen Ton, dann nehme ich einfach dieses Rot hier vorne. Auch wieder mit dem gleichen Pinsel. Schöne Pigmentierung, klopfe den ein bisschen ab. Und weil ich so ein leichtes Schlupflider habe, setze ich den immer ein bisschen höher an. Das heißt, ich gucke gerade in die Kamera, oder in den Spiegel vielmehr, und ziehe hier oben so
so eine leichte Linie. Also ich drücke überhaupt nicht doll auf mit dem Pinsel. Ich gehe nur ganz vorsichtig daher. Deswegen, ich finde die Palette gut, muss ich jetzt schon sagen, weil die Pigmentierung mir gefällt. Es ist nicht zu doll. Und du hast halt direkt einen Effekt auf dem Auge. Hier am Ende sehe ich immer zu, dass ich quasi meinen äußeren Wimpernkranz als Verbindung sehe, hier zur Augenbraue hoch und da quasi so eine Art Kante mir setze. Die kann man nachher nochmal intensivieren, aber ich mache das jetzt schon mal in Vorarbeit quasi. Dann schließe ich das Auge und verblende das auch so ein bisschen miteinander. Und ich finde, dass das schon mal eine ganz softe Geschichte ist, ne? Das mache ich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Einfach etwas schläfrig unten hier in den Spiegel schauen, die Linie setzen, die Kante setzen, das Auge schließen und das Ganze verblenden. So sieht das Ganze schon mal sehr soft aus und dann gebe ich mir einfach zur Vertiefung des Ganzen mit einem Blenderpinsel, den habe ich hier, eine etwas dunklere Farbe, nochmal zur Vertiefung hier ein bisschen in die Crease und da möchte ich mal ein bisschen lila nehmen. Dann nehme ich mir hier diesen dunklen lila Ton ganz am Ende und tupfe nur ein bisschen rein. Ich möchte nicht zu viel haben. So. Ich möchte erstmal ein bisschen rumprobieren. Ich habe die Palette halt noch nicht wirklich verwendet. Und dann ziehe ich meine Augenbrauen so ein bisschen arrogant hoch, sage ich immer. Und setze mir den hier an das Ende und blende. Okay, da habe ich jetzt noch nicht allzu viel Farbe. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr nehmen. Hier ist ein bisschen mehr Farbe drauf. Ans Ende und blende. Das ziehe ich mir ganz vorsichtig auch bis hier vorne rein, aber nur, dass quasi so, ja, der Schwanz des Ganzen noch weiter nach vorne mit durchkommt. So sieht das dann aus. Finde ich schön. Also die Farben gefallen mir hier auch wirklich gut. So sieht das dann aus. Das öffnet das Auge schon ziemlich schön. Das gefällt mir auch richtig gut. Und irgendwie habe ich auch nicht wirklich Vorlaut. Also das gefällt mir auch sehr gut. Null. Gar nichts. Niente, nada, nichts. So, jetzt möchte ich gerne hier oben auf dem Augenlid eine etwas hellere Farbe setzen. Dann nehme ich dieses bräunliche hier, dieses Ockergold, würde ich mal sagen. Gehe da mit meinem Mittelfinger rein. Einfach einmal durchgehen. So sieht die Farbe auf dem Finger aus. Und setze mir das hier einfach auf mein bewegliches Lid. Das ging wirklich schnell. Das gefällt mir gut. Und um den oberen und den unteren Wimpernkranz miteinander zu verbinden, gehe ich hier nochmal in meine dunkle Pflaumenfarbe rein, tupfe ein bisschen mit diesem Blendepinsel und verblende das so ein bisschen nach unten hin. Nur ein ganz kleines bisschen und ganz soft. Normalerweise mache ich das ja mit so einem Augenbrauen. Oh, jetzt bin ich in mein Auge reingegangen. Kennst du das? Au! Naja, nur so ganz soft. Weil ich will ja nicht aussehen, als hätte ich einen Augenring. Normalerweise mache ich das mit so einem angestrebten Augenbrauenpinsel, aber jetzt wollte ich das mal so versuchen. Versuch macht klug. Wir gucken mal. Ich mache mir jetzt oben mal eben einen Eyeliner, denn Eyeliner muss für mich immer sein. Ich brauche Eyeliner. Eyeliner und ich, wir sind so miteinander. da habe ich hier aus dem lieben Paket von der lieben Lea von Avon den Color Trend Eyeliner. Das ist ein sehr, sehr dezenter. Also der ist jetzt nicht tiefschwarz. Der macht ja jetzt nicht so eine tiefschwarze Geschichte auf dein Auge. Aber er ist halt, ja, jetzt für den Look, den ich haben möchte, passend. Der ist dezent, der ist sanft, der ist lieb. So, mit dem kannst du jetzt kein Ultra Wing oder sowas ziehen. Aber, ne, er macht auf jeden Fall einen dezenten, netten Eyeliner. Da ist die Sonne. Oh, ich komme in die Sonne. So sieht der Eyeliner jetzt übrigens aus. Ich habe mal die Jalousie ein bisschen runtergemacht, denn es hat doch etwas geblendet, ne? Genau. Der geht halt mehr so ins Gräuliche, sehr dezent und ja, gefällt mir. So, dann schauen wir uns mal das nächste Produkt aus dem Paket von der lieben Jana an. Und zwar ist das von Manhattan Volcano Explosive Volume Mascara Waterproof. Ja, so sieht die aus. Bin ich sehr gespannt drauf. Gucken wir uns die mal an. Oh ja, das hatte ich schon beim Öffnen des Pakets gemerkt. Die ist sehr trocken, hat aber so ein ganz normales Synthetik-Haarbürstchen. Und die trage ich mir doch jetzt mal auf.
So, jetzt habe ich einmal getuscht. Da passiert noch nicht allzu viel, aber wir gucken mal, wie das jetzt weiter sich verhält. Ich tusche ja meistens dreimal insgesamt. Also verkleben werden die Wimpern hiermit nicht, aber, das muss ich euch mal kurz zeigen, die Mascara hat Vorlaut. Sie krummelt nach unten weg. Mensch, Mensch, böse Mascara. Streifen wir die hier oben mal noch ein bisschen mehr ab. Aber du hast fast nichts hier an Produkt dran. Das ist echt, Volumen ja, aber irgendwie fehlt mir die Länge dabei. Also diese Mascara und ich werden leider keine Freunde werden, denn die ist mir einfach zu wenig. Also ich brauche mehr. Das ist einfach, ne, wenn man das gewohnt ist von anderen Mascaras, und ich rede jetzt nicht von teuren, ne, dann, also so Catrice-Mascaras, da stehe ich ja total drauf. Das sind meine besten Freunde. Naja, dann ist das hier ein bisschen mau. Ich versuche jetzt auch noch so ein bisschen jetzt hier in die Längen zu gehen, aber ich habe das Gefühl, dass es immer wieder dann abbröckelt und einfach leider nicht in die Längen geht. Ne? Naja, da so sieht das jetzt aus mit viermal Tuschen. Also die Mascara wird weiter wandern, das ist nicht mein Freund. Mal gucken, wer damit besser zurechtkommt. Vielleicht eine Freundin von mir. Ich leider nicht. So, und wenn das hier sowas bröckelt, dann muss man das normalerweise trocknen lassen und dann später abkratzen. Die Geduld. Die Geduld muss man haben, ne? So, ich nehme mir jetzt einfach ein Pinselchen und schrubber da mal ein bisschen drüber. Schrubber. Ich gehe da leicht mit dem Pinsel drüber. Ist ein bisschen blöd, weil ich ja die Foundation auch schon gesettet habe. Aber ich versuche das jetzt vorsichtig hier so wegzuwischen und es funktioniert. Das ist ganz gut. So, jetzt muss ich aber kurz nochmal drüber setten. Das ist ein bisschen. Ha. Das ist jetzt schade, ne? Das ärgert mich ein bisschen an der Mascara, aber da kannst du nichts machen. Manchmal hast du auch ein Montagsprodukt erwischt, was dann halt nicht so gut ist. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal diese Mascara probiert und habt da ähnliche Probleme mit? Schreibt mir das doch mal gerne unten in die Kommentare. Ja, wir gucken einfach mal, was ich hier sonst noch so in meinem Zauberkistchen drin habe. Und zwar juckt mich erstmal hier der Haarreif. Oh, Blumis sind toll, aber Blumis können auch jucken. Also da habe ich zwei verschiedene Produkte für mein Gesicht bekommen. Das ist einmal hier von Max Factor der Blush. Wie heißt der? Pastel Kompakt Blush in der Farbe 15 Seductive Pink. Und hier habe ich so ein Set von Miss Lynn Shaping Queen Konturpalette, bestehend aus Highlighter, Blush und Konturprodukt bzw. Bronzer, wobei der Bronzer extrem dunkel aussieht. Ich beginne bei sowas meistens mit meinem Bronzer tatsächlich. Dann nehme ich mir einen Bronzerpinsel. Das hier ist jetzt einfach eine von Essence. Gehe dann in das Produkt rein. Ich guck mal. Oha. Klopfe das ab. Und dann setze ich das hier an. Tupfe das vorsichtig. Oha. Ja, das ist mal derbe pigmentiert, ne? Sehr, sehr, sehr dunkel. Und das muss ich jetzt erstmal verblendet bekommen. Ah. Aber es geht. Es lässt sich verblenden. Gott sei Dank. Wenn man es dann aber ordentlich verblendet hat, ist es eine Farbe, die auf jeden Fall passt. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. So, jetzt gehe ich nur vorsichtig rein, klopfe ein bisschen ab und tupfe. Ah, es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Also das ist ein Bronzer, mit dem ich vorsichtig umgehen muss. Ich benutze gerne Bronzer. Ich finde, der macht einfach viel fürs Gesicht, ne? Also wenn man das auch so sieht, mit Bronzer, ohne Bronzer, der gibt auch irgendwie so einen gewissen. Nicht nur einen Kick, sondern auch ein bisschen Kontur noch mit rein. Das gefällt mir einfach. Also mit dem Bronzer gehe ich dann meistens hier so im E entlang. Dann gebe ich das hier immer noch so ein bisschen, also einmal quasi diesen Strich hier runter und verblende das halt so ein bisschen. Dann gehe ich hier noch so ein bisschen zur Mitte. Einfach um das so als Zwischending von Bronzer und Kontur zu verwenden. Die Stirn mache ich dann noch ein bisschen, weil das ist ja quasi der Punkt, wo die Sonne auch gut drankommt. An der Seite von der Nase gehe ich noch ein bisschen ran und ja, dann bin ich auch schon, was das angeht, gebräunt. Künstlich, aber gebräunt. So, Bronzer sitzt. Bronzer gefällt mir von der Farbe wirklich gut. Ja, das gefällt mir wirklich gut. Also, so. Ja, dann verwende ich einen Blush. Da nehme ich jetzt tatsächlich, ich habe hier so einen Pinsel von Essence, auch aus einer Limited Edition war der. Verwende ich jetzt hier von Max Factor den. Der ist sehr rosamäßig, gefällt mir aber sehr gut. Gehe ich rein. Blush kann ich nie genug haben. Gebe ich dann hier auf meine Apfelbäckchen.
und tupft den so ein. Und der hier hat wirklich einen leichten Schimmer und das gefällt mir auch gut. Also das, wenn sowas einen leichten Glow gibt, das mag ich gerne. Ja, und irgendwie riecht das Produkt gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Also das Blush mag ich gerne leiden. Das gibt einen schönen Glow. Das sieht echt toll aus. Oh. Sieht natürlich aus und ja, bringt mich schon so ein bisschen zum Strahlen. Wenn ich das jetzt ein bisschen rötlicher haben möchte oder peachiger vielmehr, ich kann es ja einfach mal versuchen. Komm, so jung kommen wir nie nochmal zusammen. Nehme ich jetzt mal den von Miss Lynn. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Weil wenn der genauso heftig ist wie der Bronzer, dann geht's ab. Och ja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Also es ist schon sehr peachy. Das ist sehr, sehr peachy. Das muss auch ein bisschen verblendet werden. Aber es sieht ganz gesund aus im Gesicht, sage ich mal. Ne? Also du unterstreichst ja quasi mit dem Blush immer so ein bisschen deine gesunde Röte, die du hast. Das wirkt dann immer ein bisschen niedlich und weiblich und keine Ahnung. Ne? So ist das halt. Die Gesellschaft findet das total super, wenn wir Frauen rot werden. Ja, auch in Kombi kann man die beiden gut verwenden, wobei ich den von Max Factor besser finde. Der gibt einfach einen schönen Glow. Ich mag das. Ich mag seltsamerweise Glow Rouge, Glow Blush Dingens. Jetzt habe ich hier noch was in diesem Set. Ich habe schon wieder zugemacht, ne? Und zwar ein Highlighter. Das ist der hier oben. Den testen wir mal aus. Also da gehe ich hier mit einem Highlighterpinsel von Luxie rein. Huch, der hat aber Kickback. Hallöchen. Da bin ich gespannt, wie der so jetzt sich macht. Ich gebe mir das hier einfach auf meinen Bogen. Da passiert aber jetzt nicht das meiste. Bei Highlighter brauche ich persönlich immer so ein Bäm. Also, ne, das ist so mein Bestreben. Aber der macht gar nichts. Lass mich das mal aus der Nähe anschauen. Also, das sieht ja nach nichts aus. Nee. Ich will mehr. Hallo? Kickback ohne Ende? Aber nichts auf dem Wange. Was ist das denn? Nee. Also, das sieht ja auch einfach aus wie normales Puder. Nee, da kommt nichts. Ist das überhaupt ein Highlighter? Ja. Also, hier hinten steht drauf, dass es ein Highlighter sein soll. Um das symmetrisch zu haben, gebe ich mir das Ganze, was man eigentlich gar nicht sieht und eigentlich total bekloppt ist, auch nochmal auf die andere Seite auf. Aber ich möchte noch einen richtigen Highlighter nehmen. Ich meine, hallo? Das ist mir einfach. Ich sehe nichts. Null nada niente. Nix. Nix. Nix sehe ich. So. Ich will aber Bam. Dann nehme ich mir hier von Essence die For the Glow. Go for the Glow Palette. Genau. Da hast du drei Bam-Highlighter auf jeden Fall drin. Ich nehme meinen Highlighter-Pinsel. Ich gehe in den weißen, nein, in den roten, komm. In den roten rein und gebe ihn mir auf. Und der schreit einfach: Hallo, hier bin ich. Du hast also auf mich gewartet. Dann hab Spaß. Und den habe ich. Ich gebe mir den hier so quasi in dieser Linie auf, also ein bisschen über der Augenbraue und nachher gebe ich mir den noch unter die Augenbraue. Genau. So, das ist jetzt aber tatsächlich sehr, sehr rot. Jedenfalls wirkt es halt jetzt hier in diesem Spiegel auch sehr, sehr rot. Also als hätte ich einen pinken Highlighter quasi. Deswegen gehe ich hier nochmal in den weißen rein, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen, weil wir sprachen ja irgendwann heute auch mal davon. Okay, nee, jetzt habe ich es ein bisschen. Oh! Oh nein, jetzt habe ich mir aber ein extremes Holo gesetzt, ne? Das war jetzt blöd. Egal, komm, mache ich ja auch noch. Dann haben wir es wenigstens gleich. Oh Mist! Und sie so, ich setze mir mal einen Holo-Effekt, obwohl ich gar keinen haben wollte, ne? Naja, auf jeden Fall glänze ich jetzt wie eine Speckschwarte und alles ist gut, ne? Aber es passt zum Haarreif. Das kann ich irgendwie immer sagen, wenn ich jetzt diesen Haarreif auch habe, einen Look schminke und der mir ein bisschen zu sehr ins Pinke oder Lila oder so geht, dann sage ich, Hauptsache es passt zum Haarreif. Ich möchte mir dennoch ein Highlight unter meine Augenbraue setzen. Dann nehme ich einfach alles, was noch hier am Pinsel ist und tupfe das hier so rein, aber da kommt jetzt nicht mehr die Welt und gebe mir das so auf die Nasenspitze. Das ist alles ein bisschen hell geworden hier und ein bisschen rosa. Egal. Ja.
Eigentlich wollte ich auch noch ein Inner Corner Highlight, ne? Wobei das jetzt tatsächlich auch sehr gut passen könnte. Ja, ich nehme einfach hier diesen Blenderpinsel, mache mir den kurz ein bisschen hier sauber. So, hier habe ich auf jeden Fall jetzt meinen relativ frisch gewaschenen Blenderpinsel und gehe jetzt hier in diesen, jetzt wenn ich die Palette so halte, sehe ich, wie krass sie einfach ist. Ja, in den roten Highlight und setze sie mir in den Inner Corner. Normalerweise nimmst du da ja einen kleinen Pinsel für, machst es ganz dezent, aber dezent kann jeder. So, setze mir den jetzt einfach hier rein. Weil es ja eben schon so gut funktioniert hat, gebe ich nochmal das Weiß drüber, um das Ganze ganz offensichtlich zu intensivieren. So, und jetzt habe ich einen derben Inner Corner Highlight. Das gefällt mir. Da glänze ich richtig. So, als nächstes verwende ich einen Lippenstift. Den habe ich auch schon einmal getestet. Den finde ich sehr schön. Könnte jetzt aber ein bisschen dunkel sein. Das ist von Trend It Up der Color Protect Lip Stylo. Den hat mir die liebe Jana auch mit reingepackt. Und das hier ist die Farbe 015. Hochpigmentierter, langhaftender Lippenstift mit pflegendem, feuchtigkeitsbewahrendem Jojobaöl. So sieht der aus. Der ist jetzt zum Rausdrehen. Und den trage ich mir doch jetzt mal final auf. So, der Lippenstift ist tatsächlich dezenter, als wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aber ich finde ihn schön. Also der fühlt sich an, als hättest du nichts auf den Lippen. Und der macht wirklich, wirklich, wirklich schöne Zähne. Ja, gefällt mir gut. Also passt auch wohl zum Look. Auch wenn das oben ein bisschen mehr pinky ist, aber dieses Lila passt dann halt auch irgendwo zu diesem fast nudigen Lippenprodukt, Lippenstift, Lip Stylo. Und ja, jetzt fixiere ich das Ganze nochmal auch mit einem Produkt von Trend It Up. Und zwar habe ich gerade das Fixing Spray hier in Verwendung. Das ist das Expert Fixing Spray. Dann fixieren wir mich mal. Also das Fixing Spray ist gut. Also der Sprüher, der rauskommt, ist schön, aber du musst halt schon ein bisschen doller drücken, deswegen erschrecke ich mich auch immer so ein bisschen. Und es riecht halt jetzt nicht so geil. Also die Parfümierung von dem Produkt finde ich nicht so ultra. Ja, dann kann das jetzt erstmal so ein bisschen eingewedelt werden. Ich habe hier gerade alles nass gemacht. Super. Läuft bei mir, ne? So sieht dann der fertige Look aus. Also ich werde den Haarreifen jetzt nochmal eben kurz abnehmen. Upsala. So. So sieht dann der fertige Look aus. Ja, also mir gefällt es richtig gut. Ich finde die Lidschattenpalette richtig geil. Schaut euch die auf jeden Fall mal an im Laden. Die hat eine schöne Pigmentierung und ich finde das Farbschema sehr, sehr harmonisch, sehr angenehm und lässt sich schön verblenden und schön verarbeiten. Ja, ansonsten, die Mascara hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Cool finde ich eigentlich dieses Kit hier. Man muss halt nur lernen, damit umzugehen. Man kann aber wirklich einen schönen Blush sich zaubern. Diesen Blush, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Den finde ich himmlisch. Den finde ich richtig, richtig geil. Zurzeit stehe ich sowieso auf diese Blushes, die so ein bisschen auch einen Schimmer mit drin haben und dem Gesicht einfach so ein bisschen Frische verleihen. Ja, ansonsten, geile Sache. Richtig coole Produkte und ich freue mich, die weiter zu verwenden. Ja, vielen Dank, liebe Jana. Du hast mir dabei geholfen, diesen Look hier zu zaubern und mein Gesicht ein bisschen bunter zu gestalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich gehe jetzt in die Sonne. Ich freue mich schon. Ich weiß nicht, was macht ihr? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was ihr so bei diesem mega geilen Wetter macht. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Auf dieser Seite meinen neuesten Upload. Und wenn du möchtest, kannst du mich hier oben einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!